Video auf meinem Kanal. Und zwar heute mal wieder mit einem Glossybox-Unboxing auf dem Boden mit einem Fell. Ich sitze auf so einem Fellteppich und ich dachte, ja, ist ganz entspannt, hier so eine Ecke zu filmen. Draußen schneit es oder beziehungsweise regnet es. Und genau, auf jeden Fall dachte ich, ich mache ein Glossybox-Unboxing für den Monat Januar. Und genau, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit dem Video an und viel Spaß. Die Glossybox so aus für dieses Jahr, also ganz normal, pink wie immer. Und wenn man das Ganze jetzt hier öffnet, sieht es so aus. Da ist erstmal halt so ein Roman und das Glossybox-Magazin drin. Und wenn man das Ganze hier öffnet, boah, ich finde das irgendwie voll satisfying, das so aufzumachen. Genau, also da ist erstmal halt hier so ein Roman drin. Dann das Glossybox-Magazin, wo die Produkte aufgelistet sind und die Preise. Und wenn man das Ganze jetzt hier aufmacht, sieht das so aus. Genau, ich würde sagen, fangen wir jetzt auch an. Das würde ich sagen, fangen wir an damit. Und das finde ich mega. Und zwar sind das Daily, von Daily Concepts, Daily Recyclable Rounds. Also das sind so Polyester-Kreise. Oder ja, so runde Dinger aus Polyester, womit man das Make-up entfernen kann. Richtig gut, man braucht keine Seife, kein irgendwie Reinigungsprodukt. Also wenn man das lieber mag, mit seinem Reinigungsprodukt das hier zu kombinieren, dann kann man das natürlich machen. Aber genau, wie ihr sehen könnt, damit geht das super ab, also es soll super abgehen damit. Und man kann das bei 60 Grad in eine Waschmaschine reinpacken und waschen. Finde ich mega, ist ein Originalprodukt, kostet 6,95 €. Machen wir als nächstes weiter mit einem Cleansing Gel von Ecoking, keine Ahnung, auf jeden Fall so eine koreanische Marke. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist auch ein Originalprodukt und kostet 17,20 €, also damit haben wir den Wert der Box schon übertroffen, genau. Und das sind 125 ml und das Ganze ist vegan. Und diese Kreise, ups, sind auch vegan und tierversuchsfrei, also richtig gut. Und genau, auf jeden Fall ist irgendwie alles hier, was in der Box drin ist, vegan, was ich super finde. Und das ist mit Glycerin, Gurke und Aloe Vera. Als nächstes machen wir weiter mit so einer Maske. Und zwar ist das fürs Gesicht, glaube ich, von Jeju Green Tea. Ist auch ein Originalprodukt, kostet 3,99 €, sind 26 Gramm. Und genau. Ach so, und hier sind übrigens auch zwei Stück, ne, drin. Und das ist clean, vegan und tierversuchsfrei. Dann war hier auch noch von Be Natural was drin, ne? Also hier im Magazin. Aber das habe ich halt nicht. Genau, als nächstes machen wir weiter damit. Und zwar ist das eine Handcreme von Mixer. Und da gibt es zwei, also entweder die große oder die kleine, aber ich habe halt die große hier für die Hände und das andere ist für Körper, Gesicht und Hände. Und hochverträglich ist die Handcreme, nee, die andere Creme, aber die hier, reparierende Handcreme mit Schia, Ultra Soft Hand und Nagelcreme und kommt mit bewährter Formulierung in frischem Design daher. Genau, auf jeden Fall kostet das 2,95 €. Dann habe ich einmal hier noch so eine Probe bekommen. Sogar zwei. Weil mehr ist hier nicht drin. Also das andere, das habe ich nicht bekommen. Obwohl ich das richtig gerne hätte. Das ist halt so ein festes Shampoo, Haarshampoo von GUL. Richtig cool. Also man kann das auch im DM kaufen. Aber ja. Auf jeden Fall, das ist, wird die nächste Box sein. Und zwar ist das so eine Retro-Box. Also Sing, Dance, Love, Repeat Edition. Und das ist richtig cool, das sieht aus wie so eine Kassette. Richtig cool. Und genau, dann habe ich einmal hier das hier drin gehabt. Und zwar ist das einfach so eine Probe von einem Tampon. Und ich dachte, da wäre ein Parfümprobe drin, aber nein. Ja, aber ja. Und zwar ist das von Mia. Genau, die Marke. Und dann einmal Verso Nourishing Cream. Nummer 3 steht da irgendwie drauf, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie eine Handcreme. Und da sind 15 ml enthalten. Und das war's mit der Box. Also ich finde die, ich fand die ganz okay, muss ich sagen. Aber mein absolutes Favorite
von der Box ist das hier, weil ich das so lange schon gesucht habe und ich wollte mir das schon so lange holen. Und ich habe mir das fast geholt im DM, aber jetzt habe ich sie einfach hier drin gehabt. Richtig cool. Und werde ich auf jeden Fall ausprobieren und euch dann Feedback geben in meinen Vlogs oder in einem Video. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich muss wirklich sagen, die Box war in Ordnung. Ich würde jetzt nicht sagen, also die Box hat mich jetzt nicht so umgehauen oder so, weil da so tolle Produkte drin waren. Also klar, es waren halt so Sachen drin für die Haut. Also Power of Beauty, wie gesagt, Edition. Also alles um die innere Schönheit, aber auch um die äußere Schönheit. Also eher so um Hautpflege, würde ich sagen. Und genau, jetzt nicht wirklich Schminke oder halt so Kosmetik. Genau, auf jeden Fall hoffe ich, dass die nächste Box, also die Box für den Februar, besser sein wird. Also die war auch gut, das will ich jetzt nicht sagen, aber genau. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer und bis zum nächsten Mal.